So's Leute, hier ist der Racer und willkommen zurück zu Ghost Trick. Ja, es geht jetzt direkt weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Nachdem mein Auftrag, die Hinrichtung zu verhindern, ein so unglückliches Ende fand, habe ich mich entschlossen, Lynn im Büro des Justizministers aufzusuchen. Kommissar Jones Geschichte über einen anderen Mord lastet mir schwer auf der Seele. Ob ich Lynn davon erzählen soll? Ich weiß es einfach nicht. Dieses Mal ist Lynn nicht gestorben, aber etwas hier sagt mir, dass ich mich nicht zu früh freuen sollte. Da liegt wer anders. Aber ich lese mir das lieber durch. Ich bin froh, dass Lynn nicht tot ist. Aber was in aller Welt macht sie? Obwohl, will ich es wirklich wissen? Schauen wir mal, was sie zu sagen hat. Ah! Was sind das für eine Art zu grüßen? Ich mag zwar ein Geist sein, aber so? Naja, sag, wie ist es gelaufen? War der Kommissar noch am Leben? Als ich ankam, war er bereits hingerichtet worden. Ich konnte ihn zwar retten, aber... Du hast es wirklich geschafft? Oh, ich bin so froh. Warte mal, sagst du aber? Ich erzählte Lynn von meinem Abenteuer im Gefängnis. Was den anderen Mord angeht, ich kann es nicht übers Herz bringen, ihr davon zu erzählen. Inspektor Cabanela, Kommissar George verhaftet? Ich fass es nicht! Ja, mir geht es genauso. Unfassbar. Wohin ich auch gehe, immer stirbt jemand. Du oder jemand anders. Es tut mir leid. Was ist das eigentlich, der hier auf dem Boden liegt? Oh, du hast ihn bemerkt, nicht wahr? Das ist der Justizminister. Der Mann, der den Befehl zur Kommissar Shorts Hinrichtung unterzeichnet hat. Er war schon tot, als ich hier ankam. Hättest du nicht in diesem speziellen Fall Hilfe holen sollen? Ich denke schon. Aber schon vergessen, dass ich wegen Mordes gesucht werde? Ich hätte gehofft, dass wir ihn retten können, ohne dass sie mich erwischen. Ja, Oh Mann. Oh mein Gott, nächste Gammlerin. Hallo, hören Sie mich? Er ist tot, aber auch bewusstlos. Könntest du ihn retten? Könntest du ihn jetzt retten, auch wenn er immer noch bewusstlos ist? Anstatt mit ihm zu reden, wäre es nicht viel, viel schneller, dir selbst anzusehen, was passiert ist? Ja, ich denke, du hast recht. Na los, zurück in die Zeit, 4 Minuten vor seinem Tod. Ich bin ein bisschen aufgedreht. Einfach deswegen? Weil ich heute nicht am Abend aufnehme. Büro des Ministers. 4 Minuten vor dem Tod. Emma! Oh, Verzeihung. Was sie verlangen. Das ist schrecklich. Ja,
viel mehr kann ich nicht synchron sprechen. Medizin! Und weg ist sie. Und auch das wirft er um. Mein Gott. Ist ja klar, dass er verreckt. So ein törichter Mann. Oh, Sie sind wach? Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Widerspruch? Je mehr wir die Wahrheit suchen, desto größer wird unser Dilemma. Die Welt ist voller Widersprüche. Nehmen wir das eine, bleibt uns das andere versagt. Versucht er seine Medizinflasche in den Wasserkrug zu nehmen, verliert er beides. Weiß nicht. Ich finde, sie hätten schon beides haben können. Er hat die Wahrheit dieser Welt nicht erkannt, deshalb musste dieser Narr sterben. Erbärmlich wäre ein gutes Wort, diesen Mann zu beschreiben. Mir scheint, dieser Kerl hat noch nicht begriffen, dass er dieser Narr ist, den er erbärmlich nennt. Ist es das, was man unter einem Widerspruch versteht? Wie heißen Sie eigentlich? Nennen Sie mich einfach einen Wahrheitssuchenden. Oh, wie wäre es, ihn einen Fragenausweichenden zu nennen? Oh, vielleicht erst lesen sein. Oh, Verzeihung. Entschuldigen Sie meinen Anruf zu solch später Stunde, Herr Minister. Wer ist dort? Wie sind Sie an die Nummer gekommen? Wir haben Ihre Tochter. Wer ist da? Amelies Lehrer? Würde ein Lehrer Sie zu so später Stunde anrufen? Nein. Ich sage es ein letztes Mal. Wir haben Ihre Tochter. Was? Meine Tochter! Geht es ihr gut? Sagen Sie es mir! Hören Sie selbst. Papa! Hilfe! Ich war da getötet! Was wollen Sie? Wie lauten Ihre Forderungen? Ich denke, wir haben die Forderung bereits zum Ausdruck gebracht. Oh, Sie waren das also. Haben Sie Ihr Wort gehalten? Wurde die Hinrichtung ausgeführt? Ich habe es nicht wegen Ihrer Forderung getan. Ich tat es, weil es meine Arbeit ist. Ja, natürlich war es so. Ich hätte jeden Moment die Bestätigung erhalten. Es gibt keinen Grund für diese Entführung. Wir sind sehr gründlich. Besser, Sie machen keine Fehler. Ja. Es versteht sich von selbst, dass wir Sie beobachten. Wenn diese Information den Raum verlässt, sehen Sie Ihre Tochter nie wieder. Wir verstehen uns. Nicht die Polizei alarmieren. Ist es das? Exakt. Sie müssen nur Ihren Job machen. In Ordnung. Ich tue, was Sie verlangen. Sie haben mein Wort, dass die Hinrichtung noch heute Abend durchgeführt wird. Entweder wechseln wir und kriegen Infos, oder wir bleiben hier und retten ihn. Ich wechsle für die Infos. Mache ich es lieber zweimal, aber ich wechsle für die Infos. Das ist es mir jetzt erstmal wert. Wobei man nicht wirklich was sieht. Neue Telefonnummer? YMT2369. Offenbar lässt sich die Polizei in diesem Land doch noch so leicht täuschen. Mir war nicht klar, dass etwas über den Deal heute Abend durchgesickert ist. Hilfe!
das war eine Tonbandaufnahme. Ich werde getötet. Ich hasse dich, Mama. Zum Glück konnte ich es so einrichten, dass der Minister ihre Stimme hören könnte. Aber wieso ist die Ladung noch nicht eingetroffen? Ich beginne mir Sorgen zu machen. Mal schauen, was es hier so gibt. Gar nichts. Ja, ich weiß. Wie ich es gesagt habe, alle Frauen lieben Fallen. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. In der Vergangenheit kann ich die Leitung nur nutzen, wenn telefoniert wird. Ja, ich muss neu anfangen. Oh. Diese Frau zeigt nicht die geringste Regung. Das Telefon kann ich auch nicht benutzen. Und ganz so aus, als wäre ich in eine Falle getappt. Frau lieben Fallen. Einige Fallen sind süß, andere bitter. Verstehen Sie das denn nicht? Okay, wie dem auch sei, ich soll ein paar Sachen nochmal überdenken. Ja, ich mache einfach von Anfang. Aber ich wollte wissen, was genau da drüben los ist. Ich weiß ja nicht, kann ja wichtig sein. Hören wir uns das Gespräch halt nochmal an, aber ich wollte unbedingt wissen, was da los war. Emma! Oh, Verzeihung. Und so weiter. Es gibt den Scheiß jetzt so schnell wie möglich durch. Einfach, dass wir weitermachen können. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Die Tochter ist nämlich gar nicht entführt. Wir täuschen sie. Oder ihn. Sie täuschen. Wir täuschen überhaupt keinen. Sie täuscht den Minister. Darum sieht man das auch nicht. Dass man das nicht mitkriegt, bevor es nicht wirklich passiert ist. Jetzt müssen wir dann überlegen, wie man ihn retten kann. Also auf jeden Fall ist wichtig, dass er die Medizin am Ende kriegt. Mit dem Wasser, vielleicht kann man damit Zeit rausholen. Ich bin mir aber nicht sicher. Die Frage ist nur, wie verhindert man, dass er die Medizin wegwirft? Also, bin ich mir jetzt nicht so sicher, wie genau das gehen soll. Können wir nicht beeinflussen. Und die Medizin wirkt jetzt auf Anim nicht so, als könnte man an der was machen, an der Dose. Anscheinend haben die hier dafür gesorgt, dass Jord verurteilt wird. Also nicht wirklich verurteilt, sondern schnell direkt hingerichtet wird. Also hat Jord anscheinend wichtige Infos. Schrecklich! Eine Entführung, hm? Ich bin mir wieder nicht sicher, ob ich die Bedeutung dieses Wortes verstehe. Aber offenbar ist das der Grund für den Wutausbruch des Ministers. So ein nutzloser Mann. Hä? Ein nutzloser Mann. Gefangen in einem nutzlosen Fall. Warum versteht er nicht? So oder so, wir haben nur noch 4 Minuten. Ich sollte mich besser um die Medizin kümmern. Schauen wir mal, was passiert ist. Was man hier machen kann. Bis auf die Fahne kann ich selber nichts machen. Ich lese mal hin. Ich muss meine Frau anrufen. Ich muss wissen, ob es stimmt. Vielleicht haben sie den Falschen angerufen. Der Minister trägt die Wahrheit nicht so leicht. Er ist ein seelisches Wrack. Okay, jetzt gehen sie zu weit. Seine Frau geht nicht ran. Ist irgendwer dran. Eine Frau, die nicht rangeht. Ich kann mir schon denken, wer das ist. Seelisches Wrack verdient es, seelisches Wrack als Frau. Warum versteht der Mann das nicht? Es tut mir leid, dass ich den Typ überhaupt mitgenommen habe.
merken. Offenbar funktioniert der Trick nur, wenn die andere Seite auch antwortet. Das habe ich nicht gewusst, das ist was Neues. Und flattern, was bringt mir das? Damit komme ich wahrscheinlich zum Ventilator. Die Frage ist nur, ob mir das was bringt, wenn ich jetzt auf den Ventilator gehe, weil dann bin ich wahrscheinlich da oben fest. Wenn er doch wenigstens etwas von dem Wasser trinken würde, dann pech, dass der Krug am Ende, dass er den Krug am Ende vom Tisch wirft. So ein dummer Mann. Hä? Soweit das Wasser verschüttet ist, gibt es kein Zurück. Und obwohl er das weiß, wirft er den Wasserkrug doch hinunter. Nun, wenn er aus der Geschichte lernt, ist verdammt... Wer nicht aus der Geschichte lernt, ist verdammt zu wiederholen. Warum geht's nicht ran? Kritisch. Ich kann nichts machen, außer flattern. Ich untersuche die Mediziner. Das ist in Medizin gegen ministeriale Anfälle. Wenn ich sie doch nur auf einem Schreibtisch ausschütten könnte. Aber leider kriege ich nicht einmal den Verschluss auf. Was für ein erbärmlicher Abklatsch von einem Mann. Hä? Trägt eine wichtige Uniform und sitzt an einem staatsmännischen Schreibtisch. Aber was steckt in ihm? Nichts. Ein erbärmlicher Abklatsch von einem Mann. Ich glaube, sie haben schon genug geredet. Ich denke, dass ich mit der Medizin mit muss. In der Medizin sein. Weil hier kann ich jetzt schließlich nichts ändern. Komm. Hau sie weg. Oh, jetzt geht es los. Seine Sorge und Angst erreichen ihren Höhepunkt. So eine Schande von einem Mann. Hä? Wenn man sein Leben launisch lebt, sucht die Laune einen Heim. So einfach ist das. Warum versteht er es nicht? Aber es gab bisher noch keine Chance, ihn zu retten. Ist aber noch nicht vorbei. Ich gebe noch nicht auf. Wir müssen ziemlich sicher in der Medizin mit. So, und jetzt müssen wir schnell. Was auch immer zu tun ist. Verdammt, wie ging's? Ich hab das schon gewusst, mal. Wie ging's denn? Genau. Natürlich, ich weiß es wieder. Nein! Verdammt! Die Medizin ist zu hoch. Oh mein Gott, das war nicht weit genug. Ah, Mann. Ich versuche alles. Alles irgendwie. Nein. 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 Es war so knapp. Ich hab noch gewusst, irgendwas mit dem Ball. Aber es hat nicht funktioniert. Mann. Um den Mister zu retten, muss ich ihm seine Medizin geben. Aber so wie die Lage ist, habe ich nicht genügend Zeit. Wie unglaublich feige dieser Mann ist.
Bevor ich die Medizin zu ihm bringe, muss ich erst etwas Zeit gewinnen. Ich sollte die Zeit zurückdrehen, um zu schauen, ob ich mehr Hinweise finden kann. So. Speicher jetzt hier. Bitte ohne Aufhängen. Schön. Ja, ich speichere jetzt hier und nächstes Mal, wenn ich dann einsteige, bin ich dann direkt beim Ende der Lösung. Also macht dann nur noch das Ende, weil dann müsst ihr nicht immer das ganze Telefongespräch mithören. Und dann hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen oder das Video zu euren Favoriten hinzufügen. Ja, und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Teil Ghost Trick wiedersehen. Servus Leute!